Herzlich willkommen zurück zu Skyrim Remastered. Warum bist du jetzt wach? Egal. Hier oben war jetzt eine Frau, die hat uns im letzten Part gesagt, dass Männer scheiße sind und nur Frauen geil sind und behandelt werden wie Dreck. Also meine Frau wird nicht behandelt wie Dreck, aber okay, gut. Was braucht ihr? Ja, gute Frage. Naja, okay, gut, mit der kann man nicht reden. Nasim! Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Ja, okay, gut. Bei dem Typen würde ich auch so reagieren. Oh, es hat Jahre gedauert, aber ich habe mir den Platz an der Spitze verdient. Mir gehört der Eisfurchenhof. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen, wie man sieht. Dir gehört der Eisfurchenhof? Ey, hast du es gehört? Den gehört der Eisfurchenhof. Oh, da sind 10 Gold drinne. Na gut. Der Eisfurchenhof, ja. Ich glaube mal, wir sollten mal ein bisschen umdekorieren im Eisfurchenhof. Ja, gut, ne? Nein, Quatsch. Eisfurchenhof. Der Typ, ey. Ich habe mir den Platz an der Spitze verdient. Wie ich solche Leute einfach hasse. Das ist wirklich Abschaum. Haus von Olava der Schwachen. Die kenne ich nicht mal mehr. Naja, Skyrim ist ja auch wirklich schon Ewigkeiten her. Rassismus war damals noch cool, ja? Ist sehr interessant. Ist heute eigentlich immer noch cool, ja doch. Macht schon Bock, so Leute zu beleidigen. Das ist schon echt nett. Macht Spaß, ja. Macht Spaß. Gut, was machen wir jetzt? Es ist dunkel. Keiner will mit uns reden, die Wachen gucken uns alle blöd an, weil wir eigentlich keine langen Ohren haben. Woher wissen die, dass ich lange Ohren habe? Was machen wir jetzt? Ah, die beflaggte Meere, natürlich, da gibt es ja auch noch was. Das ist ja eine Kneipe. Da gibt es zwar wahrscheinlicherweise keine Zaubersprüche. Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Ich arbeite für Beletor. Hilfe, ich komme hier nicht durch. Mann, ey. Ey, Isolda. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Okay, dauert ein bisschen, wa? Isolda ist ein sehr interessanter Charakter. Ich glaube, die kommt in 2 Missionen insgesamt vor. Das ist selten. Hofft ihr, ein Händler einmal zu werden? Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Mammutstoßzahn? Ich hab einen Horkerzahn, ich Idiot. Oh nein, ich dachte, der Horkerzahn wär's. Ach, fuck, egal. Ich könnte euch trotzdem vielleicht helfen. Das würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Das klingt fair. Mammutstoßzahn, ja toll, jetzt habe ich wirklich den Horkerzahn, ey, meine Güte. Egal, was wisst ihr über die Khajiit? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Furchtbar? Ich finde eher, das klingt faszinierend. Ich meine, Tamriel ist nur so voll von interessanten Orten und gerade Elsweyr ist einer der interessantesten mit Himmelsrand zusammen. weil das ja so die Kontrahenten sind, so gesehen. Kalt und schneebedeckt, Himmelsrand, mit Wäldern natürlich auch. Und das Gegenteil bei Elsweyr, finde ich ganz cool. Ihr habt von Handelskarawanen gesprochen. Ja, diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Das muss hart sein. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Stimmt, jetzt wo sie es sagt, ich habe ehrlich gesagt noch nie wirklich Khajiit in Städten gesehen, außer glaube ich in Riften. Warum vertrauen die denen nicht? Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Viele Khajiit wenden sich der Schmuggelei und dem Diebstahl zu, um zu überleben. Ein fauler Apfel steckt 100 Gesunde an. Ihr wisst ja, wie es ist. Soll das eine Anschuldigung sein, Bitch?
Ich werde nochmal normal fragen hier. Ja, das muss hart. Das Schlimmste ist, dass niemand sie. Ob sie ihnen vertrauen. Ja, ich vertraue ihnen. Soweit ich das sagen kann, haben sie mich immer gerecht behandelt. Und ein Nord erkennt einen Lügner auf den ersten Blick. Das ist auch sehr weit hochgegriffen. Lebt wohl. Also es muss auch nicht unbedingt stimmen. Hey, Hulda. Diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Was kann ich euch bringen? Habt ihr denn in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich nehme an, ihr habt den Gülden Grünbaum gesehen? Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut, aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Auch eine sehr interessante Quest. Weitere? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann. So, dass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Ja, das kenne ich schon, ja. Erzählt mir den neuesten Klatsch und Tratsch. Wurde das damals echt schon so gesagt? Das klingt eher neumodern. Aber egal. Die Gefährten? In Jorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Ja gut. Wo erfahre ich mehr über meine geliebte Magie? Hätte ich mir denken können. Leute von eurer Sorte bleiben unter sich in dieser Akademie in Winterfeste, wo sie hingehören. Ihr würdet nie auf den Gedanken kommen, von einem Nord wie dem Zauberer des Jarl etwas lernen zu können. Warum nicht? Was soll der Scheiß immer? Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Warum sind die immer so böse? Verstehe ich gar nicht. Aber du bist wieder irgendwie was... auf ein Nord-Sprichwort. Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Okay, willst du dich prügeln oder was? Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Das war kein Hund im Spiel, das war mein Hund gerade. ihr hört euch an, als würdet ihr gegen etwas oder jemanden einen großen Groll hegen. Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Zu hitzköpfig, jammerten sie. Schwache, armselige Feiglinge, allesamt. Weshalb wurdet ihr von den Gefährten abgelehnt? Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Sie wollten, dass ich mich beweise. Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten, dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen. Dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Das ist aber nicht so gut. Ja, dann müsst ihr das Kämpfen wirklich lieben, oder? Oh, das ist sarkastisch. Das ist richtig hart jetzt. Aber okay, ich mach's mal. Die Hitze des Gefechts ist das Feuer, das die stärksten Klingen schmiedet. Ein altes Nord-Sprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Ja, hat man ja anscheinend gemerkt mit dem Kind, ne? Glaubt ihr, dass ihr es mit mir aufnehmen könntet? Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Ich habe kein Fell. Aber okay, gut, prügeln wir uns, Bitch. Bitchfight, jetzt geht's los, ey. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie und kein Geheule. Los geht's. Du hast dich eher so angehört, als wenn du heulen würdest. Oh, das könnte jetzt hart werden. Kommt schon, mal sehen, was ihr drauf habt. Bitch! Nur ein Kratzer. Alter, was war das denn gerade für eine Kombo? Spielt da gerade einer Flöte? Ernsthaft? Da spielt einer Flöte? Scheiße, ich häng fest. Ja, und deswegen bekämpfe ich dich jetzt gerade mit bloßen Fäusten, obwohl ich Magier bin. Und du bist dran. So.
Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Ja, ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke reglich verdient. Bitch. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Ich habe keine Klinge. Ich spiele lieber hier mit ein bisschen rum. Das ist eher so meine Sache. So, bist du Sadia? Ganz gut, aber ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Fragt jemand anderen. Gedanken, und was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Also bitte, keine weiteren Fragen. Mikael, na, wer bist du denn, Mensch? Ich bin Barde von Beruf. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Wo habt ihr das Spielen gelernt? Oben in Einsamkeit gibt es eine ganze Akademie, wo sie die Künste lehren. Gesang, Lautenspiel, Dichtkunst. Ich habe selbst dort studiert, musste aber wegen eines Missverständnisses mit der Direktorin abgehen. Nun ja, eher ein Missverständnis mit ihrem Ehemann. Ah ja, er hat die Dings gevögelt. Ja gut. Mensch, wenn der da so lang ist, warum nicht? Was macht ihr hier in der Gegend so? Außer Fremdvögeln oder so? Ich bin Barde. Ausgebildet an der Bardenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Nein. Der Abschied ist immer das Schlimmste. Es kommt drauf an. Manchmal ist Abschied auch eines der schönsten Sachen im Sinne von dir. So. Spaß beiseite. Amethyst. Der Mystiker Galerion. Oho. Schicke Sachen. Hier würde ich mich dann zum Beispiel hinsetzen und dann einfach mal ein Buch lesen. Beispielsweise jetzt mal. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Schnell, bevor man kommt. Die kommen gar nicht mehr hinterher, irgendwie, die ganzen NPCs. Verstehe ich irgendwie gar nicht. Seltsam. Naja, hier sind wir jetzt auch fertig. Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Na, das sind diese Kinder, die es seit dem DLC Hearthfire dazu gibt. Die kann man... Naja, die kann man adoptieren, aber ganz im Ernst... Nein. Bitte nicht um viel, nur ich möchte keine Kinder adoptieren, das mache ich nicht. Ich habe nichts getan. Ihr seid besoffen. Seid ihr immer besoffen? Was nach mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Ich weiß nicht. Schlechte Gewohnheiten unterstützen? Ich meine, ich kenne den Typ nicht. Der kann sich meinetwegen auch totsaufen. Ja, warum nicht? Argonisches Bier. Ich kann es fast schon schmecken. Na, dann braucht ihr es auch nicht mehr, oder? Aber sicher. Wer bist du? Ach, Amren, den haben wir schon gesprochen. Na gut, dann gehe ich jetzt mal das Bier stehlen. Moment. Screenshot. Da ist noch Tundra-Baumwolle. Wir sollten bald mal wieder in irgendein... Wir haben warmes Essen, warme Getränke und Alchemielabor gehen. So, Alter, wie viel verschiedene Dinger wir jetzt schon haben hier. Krass. Eieiei. Das ist viel. Betten. Das war jetzt keine Glanzleistung. Das war jetzt nichts Schwieriges irgendwie. Muss ja auch nicht alles extrem schwer sein. Weißt du, statt hier zu warten, rennt der einfach weiter. Was? Warum schaut er mich so an?
Ist es denn zu glauben? Argonisches Bier. Mein ergebensten Dank. Hier, nehmt diesen Heiltrank. Ich habe ihn im Tempel gefunden. Ja. Oh, der kräftigen Heilung. Lebt wohl. Das ist verdammt gut. Das wusste ich gar nicht, dass der sowas Gutes gibt. Achso. Das ist ja schon fast sexy, ey. Mensch. Nicht schlecht. Wachunterkünfte. Ja, solange die Zeit noch nicht um ist. Man kann zwar auch die Zeit vorspulen, aber... dein Süßkuchen, er flieht. Er flieht. Was zur Hölle passiert da? Braucht ihr eine Klinge? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Ich glaube, du brauchst einen neuen Kuchen. Ich würde ihn nicht mehr essen an deiner Stelle. Da ist ein Buch. Was ist das denn? Der Bettlerprinz. Why not? Kinderpuppe. Boah, mein Hund, ey. Nee. Oh, warte, war das Holzkohle? Nee, Holzschau. Jetzt kläfft der. Das ist zum. Nee. Das brauchen wir doch. So, ich hatte mich gerade gemutet, um meinen Hund zu rufen, damit er nicht mehr so laut ist. Und siehe da, er hat aufgehört. Ist doch schön. Ich glaube, hier unten sind wir eigentlich soweit fertig. Okay, er hat doch nicht aufgehört. Ich werde ihn gleich richtig hart verprügeln. Nein, Quatsch. Als ob ich sowas machen würde. Ich bin der tierliebste Mensch, den es gibt auf der ganzen Welt. Abgesehen von Motten und Spinnen, ja, bin ich überall tierlieb eigentlich. Arcadia's Cauldron? Warum ist das Englisch? Warum ist das Englisch? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oh, Tollkirschen. Seit wann gibt es die hier? Mir kommt das so vor, als wenn die auch hier neue Flora eingebaut hätten. Also klar, neue Flora an sich schon, aber auch neue Zutaten hier. Leute. Mann, weißt du, wie traurig das ist? Jetzt liegt die hier in der Ecke einfach. Och Mann, ey. Aber ich kann sie nicht adoptieren. Nee. Nein. Ich habe zwar ein Herz für Kinder, aber... Okay, eigentlich nicht mehr. Aber... Nein. Dann fühle ich mich so schuldig, wenn ich nie bei dem Kind bin. Das ist scheiße. Warum heißt es Arcadia's Cauldron? Ich weiß es nicht, aber ich möchte jetzt mal ein bisschen warten. 4 Stunden reichen, ja. Dann können wir da rein. Ja. Ich hoffe, die spricht jetzt kein Englisch. Aber ich glaube nicht. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ich glaube, sie spricht... ich glaube, das ist auf Englisch, weil mein Hund schon wieder kläfft. Nein, weil sie, glaube ich, Zaubersprüche hat. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Ihr seid also ein Heiler, ja? So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Krass. Das ist hart. Habt ihr je daran gedacht, nach Cyrodiil zurückzukehren? Warum? Weil ich eine stolze Bürgerin des Kaiserreichs bin? Weil die Sturmmäntel nur Nord in Himmelsrand sehen wollen? Sollen die Sturmmäntel doch im Reich des Vergessens verrotten? Ich lebe schon seit 20 Jahren in dieser Stadt. 20! Ich werde den Hund gleich echt verprügeln, das geht mir so auf den Sack. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Bücher. Warum zur Hölle? Alter, hat die viele Sachen. Die hat sogar Tollkirsche. Nehme ich. Krass.
Aber warum ist denn der Name auf Englisch? Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit. Wenn hier nichts Besonderes ist? Oder ist hier irgendwas Besonderes? Ist hier vielleicht so ein Schriftrollen? Oh. Sorry. Ist hier vielleicht so ein Schriftrollen-Ding? Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Ich sehe mich schon um, aber ich verstehe nicht, warum es Arcadius Cauldron heißt. Egal, gut. Im nächsten Part werde ich ein bisschen mit Tränken rumexperimentieren. Und dann meinetwegen mal gucken, wo ich diese Schriftrollenaltare herbekomme. Das würde mich interessieren. Ansonsten war es das schon mit diesem Part. Was machen wir dann eigentlich mal? Wir gehen dann mal in den Windbezirk. Erstmal Belitos Gemischtwarenladen. Der muss Zaubersprüche haben. Und falls nicht, gehen wir dann in den Windbezirk. Das ist der obere Teil von Weißlauf. Und da werden wir die nächsten drei Parts, glaube ich, auch ein bisschen rumgammeln. Na, mal schauen. Oh, schon 21 Minuten. Alles klar. Bis zum nächsten Part von Skyrim Remastered. Und ciao.